Vielleicht, dass man nicht... So, Freunde, heute drehen wir wieder neue Videos und zwar zur Almania-Serie werden wir Promo-Inhalte produzieren und ich hoffe, ihr habt alle die Serie gesehen. Wenn nicht, dann jetzt auf jeden Fall noch auf die Watchlist packen, anschauen und kommentieren. Unter anderem habe ich auch dabei mitgefilmt. Willkommen in Berlin. Und jetzt alle gemeinsam. Und bravi Trangroli original. Okay, auf drei. Ihr probiert's mit, okay? Eins, zwei, drei. Bravi Trangroli original. Das ist wirklich cringe, also im echten Leben. Das entscheidet der sprechende Hut für euch. Ja? Ihr könnt ihm zwar nochmal sagen, ihr möchtet nach Gryffindor, die letzte Entscheidung trifft aber er. Gryffindor. Bei Tristan tippe ich auf Hufflepuff. Hufflepuff? Hufflepuff. Okay. Aber was hat der Autor gemeint mit aufzulachen? Aber was hat der Autor gemeint mit und alles tun, was eigentlich sagt? Okay, kurz auslachen. No, no pressure, ist nur eine Line, die du sagen musst. Okay, aber was hat der Autor gemeint mit und alles tun, was ein Glücksbärchi tut? Ein Glücksbärchi möchte ich sein, so wie du. Vielleicht, dass man nicht... Scheiße! Okay. Bisher waren wir noch gut in der Zeit, aber jetzt geht's los. Ja. Wie oft pustest du denn da rein? Aber... Also, müssen wir wirklich pusten alle, oder? Weil... Du musst eigentlich nur einmal so kurz so... Das wäre der Sketch, dass wir da reinpusten, einfach 15 Minuten lang. Nee. Du hast nie Game Boy gespielt. Nee. Phil. Du musst einmal pusten, dann das Spiel reinstecken. So. Das ist quasi jeder. Staub auf den Kontakten, die du wegpustest. Ja, das habe ich schon verstanden, aber ich dachte, der Gag ist, wir pusten da richtig lange rein jetzt. Wir machen erstmal so weit, wie es wir machen einen Test, schauen wir mal, was wird. Ja. Was wird? Das war schlecht. Nochmal. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ich sitze am liebsten ganz vorne am Pult. Da lasse ich mich einfach schneller. Meine Referate nutze ich den Brockhaus. Reinstes Wissen. Was für eine Lache, Alter. Und bitte. Ich bin richtig froh, dass ich Latein gewählt habe. Das hat mir im letzten Frankreich-Urlaub richtig geholfen. Magnus Gallus. So, Freunde, weiter geht's im Schnitt. Freunde, wir werden jetzt die ganzen Fächer hier einsprechen und schauen wir mal, was wird. Vor allen Dingen, was, glaube ich, so ein bisschen unrealistisch hier wird, ich muss ja die Fächer jetzt freudig rüberbringen und ich weiß auch nicht, wann ich mich das letzte Mal über ein Fach gefreut habe. Musik! Oh Gott. Deutsch. 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 Deutschunterricht, Musikunterricht, Sozialwissenschaften, Mathematik. Oh, herrlich, Alter. Ethik. Ethik. Kunst. 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 Krass, hier haben sich alle drei genau gleich angehört, glaube ich. Philosophie. Nee, das war drüber. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Team Chemie oder Chemie seid, aber Chemie hört sich irgendwie für mich echt falsch an, aber naja. Probieren wir es mal. Chemie. 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 Nee, Chemie. Hä, es hört sich auch falsch an. Ja, Freunde, und eure Hausaufgabe ist es auf jeden Fall mal erstmal ein Abo dazulassen. Und als zweite Hausaufgabe, noch wichtiger, ist natürlich Almania zu schauen in der ARD-Mediathek. Ich verlinke euch das unten. Ich finde es auf jeden Fall richtig gelungen und lasst gerne Support da. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video.